Mustafa Rolo ist der Sohn türkischer Einwanderer in Deutschland. Seit einem Jahr sitzt der gelernte Jurist als Abgeordneter der Regierungspartei AKP im Parlament in Ankara. Spätestens seit dem Putschversuch des Sommers ist er ein Vertrauensmann von Präsident Erdogan und verteidigt seine umstrittene Politik in ganz Europa. Herr Yenerolu, Sie sind in Deutschland aufgewachsen, sind dort sozialisiert worden, sitzen jetzt aber im türkischen Parlament. Sind Sie ein Fall gescheiterter Integration? Nein, im Gegenteil, ich bin nach wie vor sehr oft in Deutschland und wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich dort sehr wohl. Ich bin äh, ein, ein Kölner Junge, bin entsprechend in Köln beheimatet und äh, jedes Mal, wo ich in Deutschland bin, äh, versuche ich eben, die Zeit sehr intensiv äh, wahrzunehmen und äh, habe mir auch deswegen vorgenommen, äh, trotz der äh, brisanten Situation in den... Deutsch-türkischen, Deutsch türkisch-europäischen Beziehungen, äh, doch eben äh, mich für die deutsch-türkische Freundschaft einzusetzen. Das gilt auch für die europäischen Nachbarländer. Ich würde nämlich gern jetzt zur Situation in der Türkei kommen. Da gab es äh, Mitte Juli den äh, mittlerweile sehr bekannten Putsch des Militärs. Äh, wie beliebt ist denn Präsident Erdogan in der Türkei? Sehr beliebt. Ich gehe davon aus, dass er in den Umfragen, also die letzten Umfragen sehen, Zeigen eine, eine, eine Belebtheit von äh, über 60 Prozent. Ja, ja, so, so, sogar noch höher, genau. Ich frage, weil die Zustimmung zu Erdogans Politik vor dem Putsch, am Vorabend des Putsches, äh, unter 50 Prozent gefallen war und jetzt nach dem Putsch auf fast 70 Prozent hochgeschnellt ist. Äh, was sagt uns das denn? Dass wir in Europa ein verzerrtes Bild über die Türkei haben und wir eben daran arbeiten müssen, dass dieses Bild äh, berichtigt wird. Und äh, an diesem verzerrten Bild. Äh, haben äh, manche Medien äh, eine, spielen eine sehr große Rolle. Ich würde noch gern ganz kurz beim, beim Putsch bleiben, ähm, die der, ihre Partei und ihr Präsident beschuldigen, ja den im US-Exil lebenden äh, Prediger Fethullah Gülen äh, hinter diesem Putsch zu stecken und hier ein maßgeblicher Drahtzieher gewesen zu sein. Der hat das immer zurückgewiesen äh, und hat in einem Interview Ende September gesagt, das sei eine Inszenierung Erdogans, um die Macht im Staat zu ergreifen. Verteidigt er sich da nur oder? Könnte auch recht haben. Äh, wir sprechen von jemandem, der seit 9, 1999 im Exil lebt. Aus dem Grunde im Exil lebt, was weil zu dem Zeitpunkt unabhängig von der AK-Partei, damals war die AK-Partei überhaupt nicht an der Regierung, die AK-Partei zu dem Zeitpunkt gar nicht existiert, er äh, massiven Vorwürfen ausgesetzt gewesen ist im Staat eine eigene Hierarchie etabliert zu haben und deswegen eben vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden sollte. Dem hat er sich entzogen und ist in die USA gegangen. Und seitdem lebt er in den USA. So jemand, der sich eben damaligen, wo es die AKP gar nicht gegeben hat, Verfahren, rechtsstaatlichen Verfahren entzogen hat und währenddessen eben viel stärker die Möglichkeit des Machtausbaus im Staat, in den verschiedenen Strukturen, im Justizwesen, im Militär, im Polizeiwesen genutzt hat, dem kann man eine, ein solches, eine solche Argumentation nicht abkaufen, weil auch die Aussagen seitens seiner Angehörigen im Militär sehr deutlich darauf deuten, dass er äh, Mastermind dieses Putschversuchs ist. Das heißt, gewesen ist. Sie, gehen, Sie gehen auch davon aus, dass Gülen hinter dem Putschversuch steckt. Es ist sehr offensichtlich, äh, dass man eben äh, äh, von hier aus äh, da äh, Fragen hat, äh, kann ich nachvollziehen. Aber wir werden jetzt bald die ersten äh, Verfahren haben und da wird man auch sehr deutlich auch die Belege, die... Äh, die Staatsanwaltschaften bis jetzt gesammelt haben, auch veröffentlicht werden, so dass man sehr deutlich erkennen wird, dass er der Träger dieses Putschversuchs ist. Ja, dieser Notstand dauert jetzt schon sehr lange, zu lange sagen einige auch in Ihrem Land. Wie lange kann der denn jetzt noch dauern? Der Notstand dauert äh, äh, zum jetzigen Zeitpunkt, sind es glaube ich etwas über drei Monate. Äh, in Frankreich ist nicht ein Bruchteil dessen, was in der Türkei passiert ist passiert. Und da haben wir einen Notstand, der inzwischen, äh, glaube ich, neun Monate alt ist. Wir haben in der Türkei eine Situation, wenn man das mal äh, vergleichen sollte, äh, dass eben jede Woche etwa 30 Soldaten äh, sterben, dass viele Zivilisten aufgrund des Terrors der PKK sterben, dies würde in einem anderen europäischen Land dazu führen, dass schon längst eine Ausnahmegenehmigung schon aufgrund dieser Ereignisse gefällt worden wäre. Die Türkei hat das nicht gemacht. Die Türkei hat auch zu dem Zeitpunkt die solcher Situationen äh, versucht, im Normalzustand äh, Meister, äh, Herr dieser äh, Angriffe auf den Staat äh, zu werden. Aber mit dem 15. Juli haben wir eine außergewöhnliche Situation gehabt. Man muss sich das mal vorstellen. Am ersten Morgen waren etwa 52 Generäle verhaftet. Zwei Wochen später sind es über 150 gewesen. Etwa 45 Prozent dessen, was eben die Türkei insgesamt an, an, an Generälen hat. Und daran erkennt man, wie massiv dieser Angriff gewesen ist, wie brutal dieser Angriff gewesen ist und dass dieser Angriff dann entsprechend die ganze Kraft des Staates. Erfordert, um Herr über die öffentliche Ordnung zu werden ist, glaube ich, nicht diskutabel. Gerade in Europa ist die Sorge natürlich sehr groß angesichts der Ereignisse in der Türkei, denn gemeinsam hat man einen Deal, einen sogenannten Flüchtlingsdeal. Erdogan deutet da immer wieder an, er würde das Flüchtlingsabkommen mit der EU vielleicht kippen wollen, eventuell brechen. Benutzt Erdogan Ihrer Meinung nach dieses Flüchtlingsabkommen auch als Druckmittel gegenüber der EU? Wir sollten das mal umdrehen. Wer benutzt was? Die Türkei hat bezüglich des Flüchtlingsabkommens ihr, sämtliche ihre Verpflichtungen äh, erledigt. Europa war vor einer großen Krise. Man stelle sich mal die Situation vor einigen Monaten vor. Europa war quasi vor dem Zusammenbruch. Äh, man hat darüber diskutiert, ob äh, Schengen nach wie vor am Leben erhalten werden kann, was für Kosten die Schließung der Grenzen Insbesondere für äh, das Warenverkehr und so weiter bedeuten würde äh, und ob ein Kerneuropa noch überhaupt am Leben erhalten werden kann, unabhängig von den 28 Staaten. Äh, und da, wir hatten damals diese Diskussion. Die Türkei hat trotz der Situation, dass sie eben äh, wir in Syrien einen gescheiterten Staat haben, in, im Irak die gleiche Situation haben, äh, auf der westlichen Seite mit Griechenland einen Staat haben, was nur mit EU-Geldern am Leben erhalten werden kann hat die Türkei dennoch über drei Millionen Menschen aufgenommen und diese nicht als Pfand gegenüber Europa genutzt. Die Türkei hat eben eine äh, weltweit, äh, äh, weltweit äh, bewundernswerte Leistung und einmalige Leistung gezeigt und hat eine, ein, ein, ein humanitäres Standard ge gesetzt, äh, was in Europa bei langem nicht erreicht ist. Das muss man erstmal äh, unterstreichen. und äh, äh, die, die Europäer sind damals, die europäische Seite, die Europäische Union wollte die äh, irreguläre äh, Migration äh, aus der Türkei nach Griechenland äh, stoppen und hat damals ein, äh, eine, eine, eine Vereinbarung was oftmals als Deal äh, quasi mit einer negativen Assoziation Na, es dargestellt wird. Relativ einfaches Geschäft, das fließt ja auch viel Geld. Naja, dieses Geschäft, nein, eben nicht. Dieses, fließen mehr als die EU, hat bereits mehr als 2 Milliarden Euro der Türkei bewiesen. Fließt schon auf dem Papier, auf dem Papier. Was ist passiert? Europa, die Türkei, eben auf dem Papier äh, hat man eben viele Vereinbarungen getroffen, äh, nur die sind nicht umgesetzt. Äh, in den ersten Monaten bis Mai sollte äh, die Europäische Union über 20.000, Flüchtlinge aufnehmen. Bis zum Ende des Jahres 2016 sollten über 70.000 Flüchtlinge neu angesiedelt werden in Europa. Was ist passiert? Bis jetzt sind etwa über fünf, etwa 500 äh, Flüchtlinge in Europa in äh, unterschiedlichen Staaten äh, neu angesiedelt worden. Und äh, von diesen drei Milliarden, die versprochen wurden, sind bis heute etwa 512 Millionen in der Türkei angekommen. Ja, und die Europa hat eben äh, seine Verpflichtungen in keinster Weise erfüllt. Bei weitem nicht. Der Punkt, den die österreichische Bundesregierung äh, macht, ist, bei diesen Beitrittsgesprächen, die jetzt mehr als ein Jahrzehnt laufen, äh, tut sich eigentlich nichts. Die stehen still de facto. Es gab gerade mal ein Beitrittskapitel, das man, das man abschließen konnte. Hat das noch einen Sinn, Ihrer Meinung nach, dass man diese Beitrittsgespräche in der jetzigen Situation fortführt? Mehr denn je, wenn man, man tut ja so, als ob man daran interessiert sei, dass die Türkei ihre Menschenrechtsideale noch äh, erhöht. Und wenn man daran interessiert ist, dann muss man erst recht zum Beispiel die Kapitel 23 und 24, wo es gerade um eben Freiheit, um Rechtsstaatlichkeit, um Sicherheit geht, diese Kapitel eröffnen und weiter eben mit der Türkei verhandeln. Aber bleiben wir zum Beispiel gleich bei dem Thema. Es gab nach dem Putsch eine Diskussion darüber, ob man in der Türkei wieder die Todesstrafe einführen soll oder nicht. Das ist mittlerweile wieder etwas abgeebt. Sehen Sie, sehen Sie da noch eine Möglichkeit oder ist das vom Tisch? Es gab ein Verlangen der Bevölkerung, die ist der damaligen kollektiven Situation, des kollektiven Traumas geschuldet gewesen. Diese Diskussion ist heute vom Tisch. Und ich habe damals auch vom ersten Tag an gesagt, dass ich persönlich gegen die Todesstrafe bin und dass ich äh, wir als AK-Partei die Todesstrafe damals komplett abgeschafft haben und jetzt gegenwärtig auch nicht in diese Richtung denken sollten. Europäische und vor allem auch österreichische Politiker heute schon kritisiert haben gesagt, die Aussagen werden äh, die Situation nicht einfacher machen zwischen äh, Österreich und der Türkei. Gleichzeitig gibt es aber auch äh, türkische Politiker, Parteifreunde von ihnen, die äh, ziemliche Unfreundlichkeiten den Österreichern ausgerichtet haben. Verpiss dich, Ungläubiger, hat ein Clubkollege von ihnen dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern auf Twitter geschrieben. Ihr Außenminister nennt Österreich gar die Hauptstadt des radikalen Rassismus. Ganz banal gesagt, hast die AKP Österreich? nein im gegenteil ich denke dass wir äh, teilweise äh, aufgrund eben der verkürzung und aufgrund eben auch dieser sprachwahl leider äh, eben die beziehungen äh, doch in letzter zeit zu sehr äh, vergiftet haben und wir müssen uns in den äh, österreichisch türkischen beziehungen auf die, äh, auf die äh, wesentlichen äh, punkte konzentrieren und dabei äh, wirft die türkei äh, österreichischen Politikern äh, vor, äh, dass äh, die, der, die, die Vollmitgliedschaftsbestrebungen der Türkei äh, in Österreich als innenpolitisches Thema äh, ausgenutzt werden. Und dass darüber hinaus, äh, während die Türkei äh, tagtäglich dem Terror der PKK ausgesetzt ist, dass die PKK Österreich als ein Finanzierungs-, als ein Rekrutierungs- und als ein Rückzugsraum nutzen kann. Glauben Sie ist all diese? Aufgeregtheit, die es da jetzt gibt seit dem Putsch, in Wirklichkeit auch schon die letzten Jahre. Ist das nur ein Zeitphänomen oder wird das, das bleiben? Also wird das wieder zurückgehen und wird sich die, werden sich die Beziehungen wieder normalisieren? Das kann ich nur hoffen. Ich glaube, das hat auch, es hat auch sehr, sehr viel mit dem Wahlausgang jetzt im, 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 im Dezember zu tun. Wenn wir hier einen Restpopulisten als Bundespräsidentin haben, äh, wobei eben der Begriff Restpopulist sehr beschönigend ist, finde ich. Äh, denn äh, wir haben, also ich meine damals die SPÖ und so weiter, was sie sich über Äußerungen von Haider vor 20 Jahren aufgeregt hat, inzwischen ist das teilweise äh, ihr tägliches äh, Mundwerk. Äh, und was sich hier in Österreich äh, für für eine Entwicklung abgezeichnet hat und diese Entwicklung weitergeht, werden wir nicht nur in den Beziehungen zur Türkei massive Probleme haben, sondern Österreich wird sich auch innerhalb Europas abspalten.